Hier haben wir unser kleines Ruhetag-Biwak-Setup. Nettes Käffchen, vielen Dank für die Unterstützung. So, Coffee Babe, Till. Echt super. Das ist mein Ausblick. Sieht aus wie auf dem Campingplatz. Und da hinten ist dann das Team, da wird gearbeitet. Und später werde ich dann mal einen Gang hier durchs Biwak machen. Und meine ganzen Kollegen und die ganz verschiedenen Autos, Motorräder, LKWs besuchen. Powered by The Coffee Bay. So, herzliche Versuche mit dem Gimbal hier, mal von unserem Auto was zu filmen. Ist also Ruhetag. Und die Atmosphäre ist hier auch relativ entspannt, und es ist auch gerade Mittagszeit. Das gehört euch beim Ruhetag dazu, alles mal wieder in Ordnung zu bringen, Wäsche zu waschen und genug Feuerpersonenunterwäsche und Anzüge zu haben für die zweite Woche. Bei allen Teams, die natürlich groß sind, hier bei South Racing, ein sehr großes Team, sitzt auch an den Reifen dort hinten, gibt es jede Menge zu tun. Wir haben sogar zwei Waschmaschinen dabei. Jetzt kommen wir mal zu Markus und Daniel und ihren Teams. Da wollen wir uns ja alle treffen, in einer halben Stunde mit einem Deutschen. Beide fahren sie einen Nissan, privates Engagement. Daniels Auto wird geschraubt, ganz fleißig. Bei Markus sieht schon ein bisschen entspannter aus. Wahrscheinlich schon fertig. Mal gucken, was sie zu erzählen haben. Kleines Pitcher-Meeting hier. Daniel, vielen Dank für die Einladung. Bedankt euch bei Matthias, das hat der Markus. Ja, Markus, mein. Sorry. Jo. Super gekocht, danke. Ja, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Die hat sogar Rolands gepackt. Uiuiui. Unsere italienische Heute Morgen sind wir aufgestanden und angefangen. Ja? Ja. 4 Uhr schon? Ja. Uiuiui. Nur für euch. Gleich mit Label und allen drum und dran. So, jetzt sind wir hier mal im Camp bei Daniel Schröder und fast alle deutschen Teilnehmer sind hier, also einige zumindest. Aber Markus, Stefan, der andere Preußen, der Flo, was hast du? Dennis, Timo. Eine Eistee. Ja, gerne. Ja, gerne. Über die Masken kurz warm einmal. Hallo. Wir sind hier beim Treffen aller Deutschen. Daniel. Im deutschen olympischen Dorf. Mit der Kamera. Auch ganz wichtig, Stefan Henken, der mit dem Service-LKW, dem Rennen-LKW dabei ist, den wir alle nie sehen wollen im Rennen und hoffentlich nur am Ruhetag sehen. Denn wenn wir ihn sehen, haben wir ein Problem. So ist es meistens, ja. Aber die gute Seele. Sehr schön. Hast du dein Auto? Genau, in meinem Auto. Ja, ich bin zweimal mit dem Motorrad schon mitgefahren. Das ist allerdings schon ein bisschen her, 2011 und 2012. Damals dann in Südamerika. Und ganz kurz, da bin ich im Nachhinein froh, dass es überlebt hat. Da war nämlich ein ganz schön wilder Hund. Wie oft bist du runtergeflogen? Beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal, ja gut, da haben wir ein bisschen viele Probleme gehabt. Aber da muss ich selber sagen, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, da fällt man hin und wieder auch mal runter vom Motorrad. Das war auch eine 690er damals. Ne? Das war halt auch auf jeden Fall ein Männermotorrad für einen 20-Jährigen nicht unbedingt so angebracht. Ja, vor allem immer nur diesen hier, ne? Ja, und endlich sehen wir uns hier mal im Camp. Ja, ist ein Riesencamp, aber wir haben es gefunden. Ne? Wir haben es gefunden, haben es geschafft, ne? Dank Google Maps. Ja, ja. Erzähl mal, wie war es bei euch die erste Woche? Wie läuft? Wirklich, ja gut. Also war eine schwierige Woche. Klar, Navigation haben wir alle ein bisschen hier und da verloren, aber ich denke, wir sind gleich gut durchgekommen. Hatten zum Glück keine technischen Probleme.
bis jetzt Sechster im Gesamt. Unser Ziel ist ein bisschen weiter vorne. Jetzt wollen wir mal schauen, die zweite Woche, ob wir noch ein paar Plätze gut machen können. Also ich glaube, so wie die Dakar immer läuft, dass da noch ein, zwei Plätze drin sind. Ja, ich glaube, da kommen noch mal heftige Etappen und da kann noch viel passieren. Wir versuchen uns aus dem Schlamassel rauszuhalten und zu gucken, wo wir denn angreifen können. Also ich persönlich rechne mit Etappe 11, dass die noch mal heftig sind. Ja, die letzten, vorletzte, drittletzte, vorletzte, da wird noch mal, da geht es noch mal die Berge so ein bisschen, da wird es noch mal recht heftig sein. Und die kleinen weichen Düsen. Ja, auch. Na, mal schauen. Jetzt endlich wieder angekommen im Biwak. Viel schöner als im Hotel. Wir haben zwar sehr gut geschlafen, mal einmal in Ruhe, aber trotzdem ist es so, man will nicht hier im Hotel sein. Man ist hier, um das Biwak zu genießen, um die Rallye zu genießen. Und deswegen sind wir eigentlich direkt nach dem Frühstück wieder losgefahren, wieder zurück ins Biwak. Und freuen uns jetzt hier zu sein, werden alles vorbereiten, werden gleich auch mal ein bisschen rumfahren, versuchen mal das eine oder andere hier an Szenerie einzufangen und zu berichten, was hier für schöne Autos rumstehen und wie das alles so aussieht. Der Biwak Barista ist er. Der Biwak Barista. Four Americano, two Cappuccini. It's all about giving, not only taking. You do so much for us, so we have to give back. Cappuccino? Yes. And who else wanted the Cappuccino? Handcrafted with love. Americano. Dann war noch eine andere Frage, die ich in den Kommentaren gesehen habe, bezüglich dem Gewicht, dem Spritverbrauch, der Reichweite so eines Motorrads. Ja, das Gewicht von so einem Motorrad ist vollgetankt, ca. 180 Kilo. Da sind 165. 165 Kilo, werde ich gerade verbessert. Wie viel Liter Tankinhalt haben wir? 34 Liter. Und wie viel Reichweite ungefähr mit dem vollgetankten Motorrad? Das hängt von der Strecke ab. Also im Gelände kommen wir immer 300 Kilometer weit. Auf der Straße würde ich sagen fast 400 Kilometer. Ist hier ein Lärm. So, und damit die Fahrer Schlaf bekommen und in den Schlaf finden, greift der eine oder andere zu einer halben milden Schlaftablette, um einfach hier abschalten zu können und genügend Schlaf zu bekommen. Es gibt aber auch noch andere Fahrer, wie mich zum Beispiel. Machen einfach die Augen zu und schlafen. Ja. Hier zum Beispiel mal eine alte Dakar G-Klasse aus der Dakar Classic Serie. Die Dakar Classic ist eine neue Veranstaltungsserie, die vor 2 Jahren, die im letzten Jahr, glaube ich, eingeführt wurde. Du hast mir gerade erzählt. Bist du auf Selfie-Modus, cool. Ja. Du hast mir gerade erzählt, dass dein Kumpel Stefan auch einen Blog macht oder auch so ein YouTube hochlädt. Sag mal, wie heißt das Ding? Wie können unsere Weberwerke-Zuschauer den auch finden? Ja, ich habe ihn über den Link gefunden, den mir Stefan geschickt hat. Aber ich denke mal, das müsste 4x4 haltlos heißen. Aber ich hole ihn. Sag's nochmal. 4x4 haltlos müsste das wahrscheinlich heißen. Okay. Aber wir können ihn gleich noch selbst fragen. Er steht ja hier. Oh Gott, wir fragen. Stefan. Ja. Stefan. Was los? Du hast auch einen YouTube-Blog. Naja. Ich mache das nicht so professionell wie du, aber ich gebe mir Mühe, den Leuten zu Hause mal zu erzählen und zu zeigen, was wir hier so treiben. Genau darum geht's. Also erzähl mal, wie heißt dein Blog? Den findet ihr auch 4x4 haltlos, wenn ihr das bei YouTube einfach eingebt. Dann seht ihr wahrscheinlich meinen kleinen Channel und 2, 3 Videos von den letzten paar Tagen. Super. Also Jungs, auch da mal reinschauen, liken so. Und wenn ihr Fragen habt, immer raus damit. Ja, weiß ich. Also erstmal das Gefühl, ja gut, eigentlich kriegt er jetzt gleich mal hin, dann kriegt er erstmal welche. Mike, darf ich euch unterbrechen? Ja, gerne. Wie läuft deine Dakar bis jetzt? Gott, warte. Den richtigen Moment. Okay, dann andere Frage. Was hat das mit den Socken auf sich? Das ist deines, oder? Ja. So, wenn er gleich aufgegessen hat, dann werde ich ihn mal fragen, wie seine Dakar bis jetzt läuft. Ja, hat er lange genug Zeit gehabt, sich bei einer Antwort zu überlegen. Alle noch krank. Einmal gemütlich eine Pizza essen. Was kommt denn hier von hinten? Was ist denn hier schon wieder los eigentlich? Timo, was sagst du dazu? Wozu denn? Ja, genau. Keine Ahnung. Genau, was ist denn hier so mit Tinder in Saudi-Arabien? Mit Tinder? Ja. Funktioniert ja nicht. Natürlich funktioniert. Ganz schlecht. Woher weißt du das denn? Ja, wir können es auch machen. Ich breche zusammen. Aber ich lache nicht. Nee, ich brauche Kinder zu Hause, nicht Tinder. Mike, erstmal hier kurz unterstützt von Motorrad Pfeffele, Kai Armin Pfeffele, mit dem bin ich schon vor ganz vielen Jahren zusammen Enduro gefahren.
guter Freund, bester Motorradhändler in Süddeutschland. Jetzt bist du dran, Mike. Wie läuft's? Ja, läuft ganz gut. Also ich muss sagen, es sind alle komplett gestört hier. Einfach nur Gasgang, den ganzen Tag Vollgas. Mir fehlt ein bisschen der technische Anteil, aber ansonsten macht's mega Spaß, mega cool. Auch die ganzen Leute um mich herum. Der Dirk, perfekt. Na, sag mir mal, ist es so, wie du es erwartet hast, oder ist es anders, sehr anders? Es ist, muss ich sagen, sehr anders. In dem Sinne, dass es einfach extrem viel Vollgas ist. Also das kann man sich wirklich als normalen Enduro-Fahrer oder Motocross-Fahrer gar nicht vorstellen. Das ist wirklich unvorstellbar, wie schnell das hier ist. Und vor allem geht es zum Teil mal 100 Kilometer geradeaus, gefühlt ohne Kurve, und der Topspeed von 160, 180 und Durchschnittsgeschwindigkeit von 100, 120. Also echt Wahnsinn. Einfach ein riesiges Land auch, ne? Viel ja, also Platz. Mega. Landschaft ist mega schön, aber ja, wie gesagt, also mit dem Speed habe ich noch ein bisschen Probleme. Ja. Aber ich denke, das kommt mit Erfahrung. Gut. Läuft gut. Auf wen Sie beiden hier? Dirk von Zitzewitz und Dennis Lenz. Ja, zwei deutsche Beifahrer, die eher in der Profi-Riege unterwegs sind, kann man also das so sagen? Nicht, ja. Naja, komm her. Naja. Wie ist das so? Also in der Gesamtwertung sind wir beide weit hinter euch. Ne? Naja, okay. Aber er da ist unser Profi. Da ist der Profi. Nur Angebote beantworten. Nee, aber sag doch mal den Leuten, die das hier nicht so verfolgen, was ist der größte Unterschied im Vergleich zu uns jetzt? Wir machen das so Spaß, Hobby, bei euch Spaß, ist halt... Ja, wir haben keinen Spaß, keine Hand. Der Hauptunterschied ist, dass einfach der Teamaufwand, das Ideen ganz anderes ist. Bei uns arbeiten im Verhältnis deutlich mehr Mechaniker, die Vorbereitung ist intensiver, die Autos sind teurer, aktueller. Also nichts gegen eure Autos, also sind halt schon noch mehr in die Jahre gekommen als jetzt das Auto, mit dem ich unterwegs bin. Dennis ist mit dem aktuellsten Auto eigentlich von uns unterwegs. Selbst das Auto, das Timo fährt, der Mini-Buggy letztes Jahr noch. Ja, Baujahr 2017, letztes Jahr noch Siegauto, siegfähig. Jetzt kannst du damit noch in die ersten 5 fahren, wenn du Glück hast. Ne? Also wird noch schwierig für euch, aber ihr habt noch eine Chance. Danke für die Motivation. Ihr habt noch eine Chance. Ja, doch, definitiv. 6 lange Tage. Ja, okay. Der Aufwand, der getrieben wird, ist einfach ein ganz anderer. Ne? Und auch Zielsetzung ist eine andere. Wir treten an mit dem Ziel, ein möglichst gutes Gesamtergebnis zu fahren, das wir beide voll verfehlt haben. Du bist ja immer noch Etappensieger. Absolut, ja. Timo ist noch dran. So, und ich denke, euer Ziel ist es, durchzukommen. Ja, absolut. Also ein ganz anderes Rennen eigentlich. Ja. Wie läuft der Tag da so für euch ab? Bereitest du dich dann speziell vor? Macht ihr irgendwas gravierend anderes als wir? Habt ihr überhaupt noch die Möglichkeiten, euch besser anders vorzubereiten als wir? Ich glaube, zumindest aufgrund meiner Erfahrung vom letzten Jahr, schaue ich ein bisschen an, was in der Region vom letzten Jahr, was ich an Informationen habe über die Strecke. Aber ansonsten, ich bekomme auch unser Wort von 5 Minuten vorm Start. Ich lasse es auf mich zukommen. Also es gibt immer weniger Informationen von uns, jetzt auch durch die FIA, durch die neuen Regularien. Von daher, wir nehmen es, wie es kommt. Okay. Die Regeln haben sich ja komplett geändert. Vor ein paar Jahren konnten wir uns noch vorbereiten. Da haben sie Ideen gehabt, wo das Rennen lang gehen könnte und wollten die Gegend studieren. Jetzt wissen wir nichts mehr. Also wir kommen zum Rennen und wissen bis 5 Minuten vorm Start nicht, wo wir langfahren werden. Da kannst du dich nicht vorbereiten. Okay. So kann die Voraussetzung, navigatorischen Voraussetzungen zwischen uns und die ihr habt, sind genau gleich. Du hast also keine Ausrede. Du musst den gleichen Job machen, den wir machen. Genauso gut. So, du wolltest so, wissen. Nee, pass auf, letzte Frage. Wie findet ihr das Tablet? Ist es besser, schlechter, Vor- und Nachteile? Kann man das sagen? Meine Antwort ist Piep. Ich finde es Piep. Okay. Du, Dennis, wie findest du das Tablet? Ich kenne es nicht anders. Ich bin ein Rennen gefahren mit Paper Roadbook. Ich muss dazu sagen, wir haben keine Windschutzscheibe. Für uns ist es ein wirklich Gottes Segen, dass wir ein Tablet haben. Ich komme aus dieser Generation Gameboy Tablet. Genau, das ist der Punkt. Die Handy-Generation. Aber ich muss sagen, die 2 Tablets jetzt, den Genuss haben wir halt alle. Ja. Ich finde es gut, weil gerade GPS mit dem 10-Kilometer Tracking und Waypoint List, das ist sehr übersichtlich. Ich mag's, aber ich weiß, die Jungs kennen es ein bisschen. Was sagst du, Timo? Piep, piep, piep. Auch piep, 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 okay. Also ich bin auch alte Schule wie Dirk, mit dem Rollbook in der Hand, mit dem Stift in der Hand. Das fehlt mir irgendwie, muss ich sagen. Ja. Ich kann dir ein Blatt Papier geben und Stift geben. Habe ich sowieso im Auto. Ich brauche es in der Hand, ich kann nicht ohne was. Diese Instrumente, die wir jetzt haben, nicht mehr die Möglichkeit, uns von anderen zu unterscheiden. Vorher musstest du eben dein
Gerät genau kennen und wissen, wie du wann an die richtigen Informationen rankommst. Jetzt wird alles displayed, sozusagen hast du alles sofort da. Also der Job hat sich komplett verändert. Du kannst jetzt nur noch spontan schnell reagieren. Und vorher war es eben mehr Vorbereitung, mehr Wissen, mehr Erfahrung. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Also du kannst halt reinspringen. Natürlich brauchst du immer noch Erfahrung, es hilft dir und so weiter, Meditation. Aber du kannst dich durchs Handwerk nicht mehr so absetzen wie vorher. Ja. Das finde ich schade. Powered by The Coffee Bay. Optimus, ein französisches Buggy-Team, haben vor ein paar Jahren angefangen, wurden belächelt, haben jetzt wirklich tolle Autos gebaut. Im Amateurbereich echt eine super Alternative zu den teuren Allradfahrzeugen. Und da hinten haben wir dann das Edelteam Audi. Da schauen wir jetzt mal hin. So, hier sind wir bei Audi. Ja, bei Stefan. Vor ein paar Wochen ist Stefan noch mit meinem Bruder Bert zusammen Elba gefahren. Yeah. Did you enjoy Elba? Hola. It was really nice. And they want to do it again, no? Not in Elba, but probably next year it will be in Portugal. So, this year we go to Portugal and I have to come with a classic Enduro. With your father, yes. Your father, my brother. Yeah, he's almost like my father. No, with your brother. Yeah, but no, it was a nice experience. Yes. It was really cool. He told so. Sorry for him at the last motocross I saw, but it was nice. Yes, he enjoyed it. We wait for you. Yeah, I'm coming. Zeigen. Motor ist da drüben, sehen wir da drüben bei dem anderen Buggy, der hat noch die Heckleitung abgesetzt. Gut, gehen wir mal rüber. Dieselmotor, Turbo. Ja, fettes Getriebe, mit Heckantrieb. Ja, ist ein bisschen Nachteil und tief und weich gesandt. Erzähl bitte mal, wie viel Hubraum hat der Motor? 3 Liter. 3 Liter BMW Diesel. Ein Turbo, zwei Turbo? Ein Turbo mit die Variable. Turbinengeometrie. Deswegen nur noch ein Turbo. Ja. Geht eigentlich ganz gut, aber Restriktor sehr klein. Ja, sag was dazu. Da hat es direkt am Morgen geändert. Wir haben eingebremst. Der Restriktor ist 1 mm kleiner, als wir es eigentlich üblich hatten. Und das ist auch ein gewisser Leistungsverlust, der uns jetzt natürlich ein bisschen zu schaffen macht. Gegenüber der T1 Plus sind wir nicht mehr da, wo wir eigentlich sein wollten, was ärgerlich ist, was schade ist. Und wir kämpfen und kämpfen und kämpfen, aber wir müssen schauen, das Beste draus machen. Auch mit stumpfen Waffen. Genau. Ein T3, das sind die modifizierten Side-by-Sides, also Prototypen. Mit einem ähnlichen Reglement wie die serienmäßigen Side-by-Sides, nur mit mehr Freiheiten. Erzähl mal was zu deinem Auto, Dennis, bitte. Wir, wie gesagt, Kategorie T3. Wir haben Allradantrieb, wir haben ordentlich Federweg, weigern den Fall, die uns Leben in alten Situationen sehr komfortabel machen. Die Dämpfer sieht man übrigens gerade nicht, Dämpfer, weil sie... Dämpfer liegen... sind wahrscheinlich gerade im Rebuild. Ja. Ansonsten Leistung weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich schätze so 160, 170 PS. Das ist ein 3-Zylinder VW-Motor. Wie von der Stange, leicht modifiziert natürlich. Ähnliche Einbaupositionen wie beim Mini-Buggy. Ja, guck mal hier, sieht man ihn mal schön. Da sitzt der Motor. Allerdings natürlich ordentlich Drehmoment. Wir haben zwar Restriktor, aber sonst glaube ich nicht viel Einschränkung, was Ladedruck angeht. Dementsprechend schiebt es ganz schön ordentlich voran, das glaubt man gar nicht. Cockpit, wir haben auch zwei Tablets, dankenswerterweise. Das macht mir das Leben ein bisschen leichter. Und wie man im Moment sieht, das Cockpit ist leer, weil eben alles frisch gemacht wird für die zweite Rennhälfte. Und man kann auch hier sehen, an dem ganzen Carbon, es ist einfach ein totaler Prototyp. Ne? Gebaut für dieses Rennen, nach dem Reglement, für diese Klasse. Ja, mehr gibt es nicht zu erzählen. 5-Gang sequenzielles Getriebe. Das macht ordentlich Spaß, ein richtiges Rennauto. Was macht der Hebel dort am Schalthebel? Für den Rückwärtsgang, die Sperre für den Rückwärtsgang. Wir können 1 bis 5 hoch und runter schalten zum Durchladen. Und sobald es dann quasi den Rückwärtsgang geht, um einfach nicht im Drive runterzuschalten, muss man einmal stehen bleiben, neutral und dann klacken. Was hast du hier unter deinem Sitz für einen großen Kasten? Das ist der schöne große FT3-Tank, den wir brauchen, der uns mit Sprit versorgt. Wie viel Liter fasst der maximal? Nach Regulations 100.
125, 130 Liter maximal. Unser hat jetzt 125, mehr Platz hatten wir leider nicht mehr. Die Regularien kamen relativ spät erst raus. Aber wir sitzen quasi auf dem Fuel. Müsst ihr Gas wegnehmen, damit der Sprit reicht, oder könnt ihr ohne Bedenken? Bis dato volles Kanonenrohr, alles was geht. Okay. Bis dato hatten wir da kein Problem. Super, vielen Dank. Dankeschön. Auch ein spanisches Side-by-Side-Team. Vor 3 Jahren angefangen mit einem Auto. Jetzt auch schon ein bisschen größer geworden. Auch schön aufgestellt. Eine Gruppe von Freunden und Kunden. Scheint auch einen schönen Job zu machen. Und alles recht entspannt. Hier Motorradteam. Kleine Marke, großer Auftritt hier. Die Motoren sehen auch sehr schön aus. Haben für mich viel Ähnlichkeit mit der KTM. Das ist nur ein Teil von den South Racing Jungs. Auf der anderen Seite geht es da auch noch mal weiter. Ich muss mal gucken, ob ich hier meine Kollegen finde. Ich schau mal eben. Austin Jones. Hello. How is it, man? Derek, how are you? All good. How are you doing? Doing good. Just hanging in there, cruising along every single day, just getting to the finish. So, yeah. Let's see what we can do. Looks very promising in the moment, huh? Trying my best. Thank you. Perfect. Thank you. Ja, das ist Austin Jones. Mit dem bin ich seine erste Offroad-Rallye gefahren in Marokko vor 3 Jahren, glaube ich. Da hat er schon einen guten Job gemacht. Da haben wir in Führung gelegen. Ein Tag vor Ende hat er leider den Fokus verloren und ein Step-Up, so eine Stufe im Flussbett übersehen, und dann haben wir uns überschlagen und dann war Schluss mit lustig. Sonst hätten wir das Ding ja schon ganz locker nach Hause gefahren. Also er ist trotzdem drin geblieben. Letztes Jahr, glaube ich, schon Zweiter gewesen bei der Dakar. Jetzt liegt er auf Platz 2 und ich denke, er hat gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Wenn das Auto hält, er fährt sehr taktisch, zurückhaltend, um dann, wenn es drauf ankommt, zu schlagen. Kurz fragen. Ich muss noch Maske tragen. Zwarteile. Ah, hier ist der Number 29. The bike looks massive compared to a motocross bike. Yeah. It's all been gone through for rest day. Yep. Ross is getting rebuilt because he had a massive crash. Yeah. He's starting again? Yeah, he's going to try to start again. Oi. But the bike was destroyed. They have many parts over here. Maybe they cleaned them up. Where's but the broken parts? I think this is not original, huh? That looks a bit broken. They already put the parts away that were destroyed. It's really, really high-tech bikes too, huh? Stefan, was ist hier los? Vorsicht mit deinem Kopf. Federn wechseln. Wieder Augen wechseln. Ist gebrochen, oder? Nee, die Augen, die Lage sind ausgeschlagen. Meine Herren, mit dem LKW die Rennetappe fahren, den anderen Autos helfen und dann noch selber den LKW reparieren. Viel härter geht es nicht. Warum tut man sich das an? Das frage ich mich im Moment auch, ja. Ich habe vorher einer gesagt, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja. Frag mich. Tobi. 95% we get there and makes it a little easier for the cars, but sure, it's not easy in the cars either. So Ernst zu bleiben. Hey! Titzel-Witzel! Hier nochmal kleine Shot von Sam. Mein Favorit. Sam oder Matthias, der ist jetzt weg. Naja, schauen wir mal. Das ist der CR6, heißt er, glaube ich. Der Buggy aus Südafrika, Century Buggy. Schöner V8-Motor, auch mittig verbaut. Dahinter Getriebe, ganz hinten wohl auch die Kupplung oder was hat das Ding? Sehr solide gebaut das Fahrzeug, tolles Fahrwerk, gute Leistung, ist momentan wohl der beste Buggy auf dem Markt und ich glaube auch der günstigste. Das war jetzt gerade nochmal nett bei KTM, auch den Heinz zu sehen und die anderen Jungs dort. Ja, mein Herz schlägt ihm doch fürs Motorrad, mehr als fürs Auto. Haben ziemlich viel gefilmt heute, auch die anderen Jungs haben viel gemacht. Ich hoffe, dass es ein schöner Bericht geworden ist. Fragen haben wir nicht wirklich beantwortet, also nicht konkret zumindest. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, ich werde mir jeden Tag wieder welche raussuchen. Ich hoffe, ich habe nicht übergefahren.
Euch noch einen schönen Abend, schönen Sonntagmorgen. Wir machen uns morgen früh um 8 auf die Reise. Die Mopeds, die ersten, gehen glaube ich schon wieder um 4.30 Uhr los. Vielen Dank fürs Einschalten. Daumen hoch. Ich drücke auch die Daumen den Nick Duri heute Nacht, der in Kalifornien beim Supercross startet. Schaut doch mal in seinen Blog rein, auch eine spannende Nummer. Also auf bald. Eberwerke YouTube-Kanal, Likes. Ich freue mich auf euch.